schon mal im Voraus. Es könnte sein, dass dieses Video etwas leise ist. Tut mir sehr leid, falls es so geworden ist. Ich habe quasi einen One-Taker gemacht, also eine Aufnahme, weil ich nicht mehr allzu viel Zeit habe aufgrund des Tageslichts. Und ja, ich hoffe, es war nicht zu leise. Aber ihr werdet es gleich sehen. Wenn es zu leise ist, tut es mir sehr leid. Dann werde ich versuchen, das noch irgendwie zu fixen. Aber ihr werdet selber sehen oder eher gesagt hören. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Bike-Check von meinem Propane Tai. Ich habe ja schon ein Bike-Build-Video gemacht, nur da sind die Komponenten nicht so rübergekommen. Deshalb gibt es heute ein Bike-Check. Es gab auch schon kleine Upgrades seit dem letzten Video. Und die werde ich auch vorstellen und was eventuell noch kommen könnte im Laufe der nächsten Monate oder sonstiges. So, wir beginnen mit den Federelementen. Als erstes neu, das hat man noch nicht auf meinem Kanal gesehen, ein Cane Creek Double Barrel Kitsuma und zwar die Coil-Variante. Ja, hat mich 700 Euro gekostet ungefähr und tut den Job super, also viel besser als der alte Manitumara Luftdämpfer, den ich hatte. Das ist einfach komplett ruhig und es bergauf ist es himmlisch, bergab ist es noch himmlischer. Fährt sich richtig super. Vorne die Federgabel. Das ist eine Manitou Mezza Pro. Die kennt ihr auch schon aus meinen Videos. Die war auch schon am Drössiger dran. Und die habe ich mitgenommen an das Rad einmal, weil sie an das Rad passt und ich kein Geld für eine neue habe und weil sie mir einfach gefällt. Also sie ist richtig gut, finde ich. Sie war jetzt schon lange nicht mehr im Service, deshalb mache ich das Video heute, weil morgen baue ich sie aus und dann schicke ich sie in den Service. So, weiter rund um den Sattel hier. Also, es ist ein neuer Dropper Post drin, das ist jetzt der Race Face Turbine, ein älteres Modell, weil ich das gebraucht von einem Freund habe und funktioniert aber super, also oben ist er. Funktioniert super, deutlich besser als RockShox Reverb. Ich habe auch mal endlich einen vernünftigen Hebel, ich hoffe man erkennt es, und nicht mehr diesen Plunger Remote. Und ja, funktioniert einfach super, war super einfach zu installieren. Und der Sattel ist noch der alte von Ergon. Ich weiß nicht genau welches Modell, das steht unten drunter, aber ich glaube es war nicht günstig. Dann geht es weiter mit dem Schalt- und Tretbereich. Zuerst mal die Pedalen. Die Pedalen, das sind Crank Brother Mallet DH. Und somit die DH-Klickpedalen von Crank Brother tun einen super Job. Also hochwertig auf jeden Fall. Die Kurbeln sind auch von Raceface. Das sind die Raceface Effect, also die Trail All Mountain Kurbeln. Die Länge weiß ich jetzt gerade nicht im Kopf. Sie haben 24er Wellendurchmesser. Dann auch das Tretlager. Das Tretlager ist auch von Raceface. Dementsprechend halt zum Rahmen passend. Ich glaube, mehr muss ich da nicht sagen. Die Kette ist die SRAM X01, soweit ich das weiß. War runtergesetzt von 40 auf 20 Euro. Also war genauso teuer wie die GX und dann habe ich die genommen, weil der hält ja dann doch noch ein bisschen mehr aus und ist leichter. Dann hinten zur Kassette. Da ist jetzt auch eine neue drauf. Das ist auch eine SRAM Kassette. War auch runtergesetzt, das ist die GX, also das Mittelfeldmodell. Tatsächlich war davor die X01-Kassette drauf und die ist teuer. Die habe ich mir nicht nochmal gekauft. Vorne das Kettenblatt, das ist auch von Raceface. Raceface, ich glaube, das hat nicht wirklich einen Namen, also ja, Raceface. Raceface mit dem Kitsch-System, 32er Kettenblatt. Ja, war auch sehr einfach zu montieren. Das Kitsch-System ist schon echt super. Das Schaltwerk. Das Schaltwerk habe ich auch noch von dem Drössiger. Das ist das 11-fache X01-Schaltwerk. Und genauso wie der Schalthebel hier oben, das ist auch der X01-Hebel. Und ja,
kann ich mich nicht drüber beschweren. Tut einen guten Job schon seit langer Zeit. Ich muss mal wieder die Schaltung einstellen, weil jetzt hat sich der Schaltzug halt etwas geweitet durchs Fahren, war ja neuer drin und muss das nochmal einstellen. Aber ansonsten schalten tut die sehr gut. Ich habe noch neu, hat mir auch schon geholfen, hier unten ein Bashguard von 77 Designs, deutsche Marke. Hat super Job gemacht, kannst du super einfach installieren, musst du nichts abnehmen und hält auf jeden Fall. Dann jetzt mal zu den Bremsen. Das sind immer noch die Magura MT5 Bremsen mit Einfingerhebel. Funktioniert auch super, kann ich mich echt nicht drüber beschweren, über die Leistung von denen. Die Belege, die ich aktuell habe, die sind nicht ganz so prall, die sind von Sixpack. Da hätte ich tatsächlich Besseres erwartet, vor allem sind die sehr laut. Ich habe allerdings auch schon auf Vorrat quasi von Galfa die High-End-Belege, also wenn die Sixpack runter sind, dann kommen die Galfa-Belege drauf und dann sollte ich richtig Kraft haben. Die Scheiben sind Galfa-Scheiben, das sind 203 mm und hinten sind 180 mm. Hinten könnte ich theoretisch auch auf 200 hochgehen, allerdings kommt die 180er Scheibe noch vom alten Rad, also vom Drössiger. Das Drössiger hat als Postmount 160 und dann hatte ich mit dem Spacer schon 180 und ich hatte keinen weiteren Spacer parat liegen, also hatte ich da nicht auf 200 abgegradet. Allerdings, wenn die Scheibe durch ist, also Ende nächste Saison oder so, keine Ahnung, dann werde ich die durch eine 200er ersetzen, weil den Spacer habe ich ja immer noch rumliegen, packe ich ihn da dran und dann habe ich auch hinten ordentlich Bremskraft. Also habe ich jetzt auch, aber eh noch mehr. Dann zum Lenker. Da hat man vielleicht schon ein bisschen was gesehen, dass der neu ist. Da ist jetzt der Sixpack Vertic Aluminiumlenker dran. Und ja, war auch runtergesetzt. Und der alte Lenker, habe ich herausgefunden, der war jetzt nicht so preiswert, sage ich mal. Also ich glaube, der hat 40 Euro gekostet oder so. Wenn man so vergleicht, eine 400 Euro Kassette zu einem 40 Euro Lenker. Also man könnte auch die günstigere Kassette nehmen und dafür vernünftigen Lenker, aber ja, das ist jetzt ein vernünftiger 100 Euro Enduro-Lenker, der sollte einiges aushalten. Der hat auch ein bisschen Rise, 20 mm, das reicht mir, es ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Und ich will ja immer noch ordentlich bergauf fahren, also ich bin mit den 20 mm Rise zufrieden. Zu den Rädern, die Räder, DT Swiss, also die Felgen, DT Swiss, die Narben auch. Das Modell ist auch etwas älter, es ist nämlich DT Swiss M1700 und aktuell gibt es ja das M1900 und das MX1700, aber das hier heißt M700, das ist anscheinend ein etwas älteres Modell, das habe ich vorn und hinten, 27,5 Zoll ist der Rahmen natürlich dann auch. Und ja, aber tun ihren Job. Ich wiege ja eh nicht viel. Die haben noch keinen einzigen Schlag in all den Jahren abbekommen. Vor allem bei all dem Casen, was ich betrieben habe hier mit meinen Sprungkünsten. Ja, die Mäntel sind von Schwalbe, immer noch die Magic Mary. Das ist eigentlich alles vom alten Rad noch. Gut, ansonsten habe ich noch was. Ja, ich habe mal meine Fitlock-Flasche, habe ich auch dabei. Das ist die 600 Milliliter Flasche, die passt endlich hier rein, die 800er leider nicht, aber mit der 600er kann man immer noch viel anstellen. Ich bin letztens damit 30 Kilometer gefahren ohne Rucksack hier in der Gegend. Es war einfach nur super. Mein Vorbau, den hatten wir noch nicht. Das hier ist von Syncross, der FL 2.0, 50 mm Länge und der ist auch noch vom Drössiger. Ich finde die ganz okay, aber es ist jetzt nicht das Beste am Rad, sagen wir es so. Die Griffe, Griffe hatte ich noch nicht. Die Griffe, das sind die Ergon GA2 Fett-Griffe und mit dem bin ich auch zufrieden. Gut, dann nächstes Kapitel, die Upgrades, die eventuell kommen. Wie gesagt, der Vorbau, mit dem bin ich nur so halb zufrieden, also er funktioniert. Ist jetzt aber auch kein, ich sag mal, qualitativ hochwertiger.
glaube, es ist ein All-Mountain-Trail, so in die Richtung. Ich fahre ja auch eher Richtung All-Mountain und jetzt nicht komplett krasses Enduro. Das liegt auch hier so an den Gegebenheiten. Die Trails hier in der Gegend sind jetzt nicht die heftigsten. Und ich fahre nicht jede Woche einmal einen Bikepark oder so. Wie gesagt, würde ich noch die hintere Bremsscheibe verbessern auf eine 200mm, also 203mm Bremsscheibe. Das wäre vielleicht noch was, was man tun würde, wenn die runtergefahren ist. Genau, und die Bremsbeläge werden zu den Galfa Pro gewechselt. Aber auch erst, wenn die aktuellen runter sind, weil ich muss das nicht verschwenden. Dann eventuell hier an sich sieht das ja erstmal ganz gut aus. Das Chain Slap Prevent System, keine Ahnung, das halt nicht so klackert, diese Gummiteile. Allerdings sind die sehr hart und es klackert schon, wenn die drauf kommen. Also muss man sagen, da haben die ein bisschen zu hartes Gummi genommen und deshalb würde ich von Shut the Fuck Up das sind so Teile, machst du halt hier dran, dann geht die Kette da durch und dann ist es ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, so Kettenhalter oder so, keine Ahnung. Aber die machen das auf jeden Fall deutlich leiser, kosten 30 Euro oder so. Der Bike-Check ist somit vollendet. Ja, falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich hoffe, hattet Spaß beim Zusehen. Bis zum nächsten Video.